Ja, das Rennen heute in Bahrain ruft. Ich habe mal wieder ein bisschen umgestellt hier. Das heißt, ich hoffe, ihr hört mich jetzt besser. Eigentlich auch gar nicht mal so schlimm, aber wegen Rhein und wir starten mit einer 1,30 von der Pole mit 1,30. Ja. Weißt du, wie war 1,30? Das werde ich wohl nicht vergessen. Ich habe die übrigens versucht. Ich fahre im Privaten fahre ich eine Spielerkarriere auf den gleichen, also Fahrerkarriere auf den gleichen Rennstrecken, wie ich die auch jetzt hier eingestellt habe. Mit dem Aston Martin habe ich es versucht, aber da komme ich nicht unter eine 1,32. Also das war wirklich eine brutal krasse Zeit. Wir gehen direkt in die Startaufstellung. Natürlich auf Platz Nummer 1 sind wir. Da dann Valtteri Bottas. 8,32. Siehst du, ich hätte jetzt 8,52 gesagt. Dahinter Lewis Hamilton, Max Perez. Danach kommt Verstappen, Carlos Sainz, Charles Leclerc, Lando Norris, Ricciardo, Gasly, Vettel, Tsunoda, Alonso Stroll, Ocon und Räikkönen, Giovinazzi und Russell, Aitken und Latifi und Mick und Nikita Mazepin. Haas natürlich ganz hinten, aber wie fast im Real Life, fast eine Sekunde ist Mick schneller als Nikita Mazepin. Also, gehen wir direkt mal gleich rein in die Rennstrategie. Ja, siehst du, seht ihr, Soft Midis. Macht es natürlich ein bisschen spannender. Wir haben 14 Runden vor uns. Wir nehmen Sprit für 14 Runden mit. Obwohl ich kann eigentlich gar nicht mal so gut Sprit sparen, das ist es ja. Wir nehmen für 15 Runden mit. Autoeinstellung ist Park Fermé. Ja. Und ich würde dann sagen, Abfahrt. Gehen wir direkt gleich los. Ein richtig schlechter Start von uns. Boah. Da verlieren wir einfach mal gleich 3, 4 Positionen. Hier weit raus, aber egal. Da musste ich jetzt einfach mal die Brechstange rauspacken. Können wir uns zurückkämpfen? Können wir uns zurückbeißen? Wenn ich nicht so viel im Rennen rede, wir kommen zu weit raus. Wenn ich nicht so viel im Rennen rede, das ist ein bisschen Fehler jetzt. Fehlerhaftig bei mir. Wenn ich nicht so viel rede, dann konzentriere ich mich gerade und ich hoffe, ihr akzeptiert das dann auch, dass ich in diesem Rennen. Auto, warum machst du denn nicht das, was du sollst? Na, endlich! Wahrscheinlich, weil die Reifen einfach noch gar nicht warm sind. Das war wirklich ein schlechter Start. Ich wollte ihn nicht so durchdrehen lassen, wollte aber auch nicht zu viel Kraft rausnehmen. Am Ende habe ich dann doch zu viel Kraft rausgenommen. Aber jetzt können wir zurückkämpfen. Was war auch ein bisschen spannend. Was? Jetzt schon der Boxengast, unser Teamkollege? Hat er einen Schaden? Was ist nochmal? Was für einen Schaden hast du? Talent! Boah! Junge! Was war das denn? Perez! Paris hat sich definitiv einen Schaden geholt. Dass er auch richtig so ist. Alter, was war das denn für ein Kamikaze-Versuch?
Der war ja nicht mal in der Nähe von uns. Alles noch fit. Gut, alles noch fit. Der RS wird in dieser Runde aktiviert. Wir ziehen einen 1,35. Natürlich fernab von dem, was wir können. Reinkurven mit dem Auto. Auf der Strecke erstmal warm werden. Wieder der zweite her, seitdem ich zuletzt gespielt hat, merkt man. Also muss ich mich so ein bisschen einkurven. Wird aber von, denke ich mal, von Runde zu Runde besser. Ich bin auch nicht ganz erholt. Ich schlafe momentan sehr, sehr schlecht. Was natürlich so Spätschichten gerade ziemlich hart macht. Und dabei liebe ich Spätschichten über alles. Aber ich habe zum Glück morgen frei, wobei ich morgen einiges zu tun habe. Wir haben morgen Testspiel gegen Madden 3. Wo natürlich wieder mal die erste Mannschaft sich mit einmischt. Was ich persönlich ein bisschen scheiße finde. Aber gut. Das muss mein Team wissen. Ich weiß auf jeden Fall, dass das meine letzte Saison sein wird in dieser Mannschaft. Dass ich nächstes Jahr nicht wieder für den TuS in Lingen auflaufen werde. Und wir nehmen jetzt richtig viel Zeit den beiden vorne weg. Sind jetzt eingegrooft. Zwei grüne Sektoren. Noch immer kein DRS. Und der Purple Sektor und damit die neueste, beste Runde. Was natürlich super ist. Wieder mal mindestens Stand jetzt ein Punkt für uns. Und wir haben am Ende, sind wir glaube ich die einer der wenigsten, die Softreifen fahren. Und wir sind der Einzige, der wirklich so schnell ist, dass er auch mit der Softzeit mit dem Softreifen dann eine Purpose-Zeit hinlegen können. Aber sobald, wenn ich quatsche, bin ich ein bisschen unkonzentrierter, deswegen werde ich versuchen, in den Kurven die Schnauze zu halten und nur auf den Geraden was zu sagen. Oh, wir beißen jetzt richtig. Wir beißen, wir beißen, wir beißen, wir beißen und kämpfen. Weit raus. Egal. Noch ein Rahmen des Erlaubten. Die Gott mir nicht voll durchziehen. Dafür können wir hier wahrscheinlich einen besseren Exit haben. Die Topfreifen müssen auch demnächst mal eingehen. Hamilton immer noch gegen Fest gegen Bottas. Oh, Doppelführung. Bottas hinter uns? Verstappen hinter uns? Bottas vor Hamilton. Was ist nur wenig Unterschied. Okay. Heads down und Abfahrt. Ein bisschen verkackt. Entschuldigung. Ich bin gerade gegen das Mikro gegangen. Kurve etwas verkackt. Boxenstopp zwischen Runde 8 und 13. Das heißt, die müssten eigentlich gleich, müssten wir die ersten Boxenstops sehen.
komme nämlich aktuell nicht auf eine Sekunde ran. Wir nähern uns Boxenstopp Center, du wirst mit Weichenreifen leider fahren, ja, ist mir schon klar. Hätten wir wahrscheinlich so eine Runde 10 reinkommen. Weil aktuell fühlen sich die Reifen für sich gar nicht mal so schlecht an. Sind wir. Ja, alles gut. Das passt doch. Problem ist diese Kurve hier. Die verstehe ich aktuell. Das meinte ich. Mit verkacken. Stellen das Auto da mal eben kurz quer. Was mich so ein bisschen wundert ist, dass obwohl Hamilton definitiv DRS hat, sind ja nur 7 Zehntel Unterschied, greift er nicht an. Warum greift er nicht an? Wird das Auto hier wirklich so stark, das eigentlich schnellere Auto als von Hamilton. Hamilton ist im DRS-Fenster, ich wiederhole, Hamilton ist im DRS-Fenster. Wenn wir denn die nächste Kurve gut hinkriegen, die kriegen wir sogar bombastisch hin. Hamilton ist im DRS-Fenster. Geht jetzt mal rein, das ist aber scheißegal, wir kriegen trotzdem DRS. Und wir ballern jetzt hinter Bottas hinterher. Bottas wird in der nächsten Runde reinkommen, das heißt Runde 10 ist ziemlich gut für uns. Wobei wir eigentlich auch in der nächsten Runde reinkommen können. Ich kann mir überlegen, Purple First Sector, ja, da kommt wegen dem DRS. Was zu weit wieder raus, warum auch immer. Und da haben wir den nächsten DRS-Fenster sitzen. Der DRS ist offen. Das ist sehr, sehr gut. Könnten es versuchen, tun wir aber nicht. Weil wer garantiert, dass Bottas jetzt reinkommt? Niemand, aber Bottas kommt rein. Und jetzt haben wir erstmal freie Bahn mit Marzipan. So, unsere Boxenstoppfenster ist offen. Hier unten vor Schluss ist das ein bisschen zu knapp, um den Sieg zu holen. Jetzt müssen wir drüber nachdenken. Wird uns ein Boxenstopp in dieser Runde mehr bringen. Unsere Reifen werden am Ende ziemlich im Arsch sein. Und sie werden mit frischen harten. Definitiv schneller sein. Wobei auch nicht wirklich. Da der Soft definitiv. Wenn er erst einmal warm ist, schneller ist. Aber am Ende wird er nachgeben. Das ist halt das. So, und wir haben gerade gemerkt, mindestens 4 Runden ist der Reifen schnell. Das heißt, wir gehen in der nächsten Runde, in Runde 9 auf Runde 10 gehen wir rein. Eine Runde dancen wir noch. Ja, Vettel und Ocon dürfen nicht mitrechnen. Vettel und Ocon müssen ja auch noch rein. Nächste Runde kommen wir rein. So, also jetzt quasi in dieser Runde. Boxenstopp.
etwas zu sehr gebremst, aber egal. Kämpfen so ein bisschen jetzt gerade mit den harten, ja klar, mit den harten Reifen, mit dem harten, nicht überharten Reifen, aber trotzdem 23 Sekunden. Man verliert ungefähr 21 Sekunden in der Boxengasse. Das heißt, Stand jetzt würde uns Undercut funktionieren. Und wir wären dann die einzigsten im Topfeld mit weichen Reifen. Gut, dass ich so ein gutes Qualifying in Q2 hatte. So, Stand jetzt würden wir auf Platz 1 rauskommen. Ja, genau. Gut, dann brauchen wir ja nicht weiter zu diskutieren. Würden wir noch eine Runde rausbleiben, würden wir zu viel Zeit verlieren. Das wollen wir definitiv nicht. Wir wollen ja keinen Platz verlieren, wenn wir rauskommen. Deswegen. Man merkt schon. Dance with the Devil. Machen wir jetzt. Und fahren unserem Sieg entgegen. Zack. So, Leute. Go, 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 go. Perfekt. Da kommt der Druck erst. See you later, fuckers. Obwohl ich mein Lenkrad wieder voll eingeschlagen hatte, hat das Auto wieder nicht reagiert. Das ist noch so ein bisschen der Minuspunkt an dem Auto. Das macht noch nicht hundertprozentig das, was der Fahrer will. Und das in der Formel 1 bei so hohen Temperatur, wollte ich schon gerade sagen, Tempo, ist das natürlich ziemlich scheiße. Fünf Runden kommen wir mit dem Benzin noch hin. Ja, ist gut. Benzin haben wir dann wirklich noch plus eine Runde. Abstand bleibt ungefähr gleich. 5 Sekunden. Kommen wir noch nicht weg von dem, was Perez da in der ersten Runde sich gedacht hat. Ah, oh, fahren wir den einfach seitlich rein. Wir sind zwar viel zu weit weg, aber wir versuchen es trotzdem. Zum Glück habe ich den Einschlag rechtzeitig gemerkt und konnte rechtzeitig gegenlenken. So, nochmal eine schnellste Runde. 1,32. 7 Sekunden, der Abstand wird größer. Sehr gut, unsere Reifen sind da. Im Gegensatz zu dem
Medis. Aber ich muss sagen, ich werde immer, man merkt es immer besser, auch mit dem Timing meiner Füße. Gut, ich habe heute wieder meine Schiene an, weil, ja, wie ich ja schon gesagt habe, habe ich morgen Testspiel. Und trotz der Verletzung möchte ich morgen gerne spielen. So. Und jetzt Vollgas. Ja, in Kurven. In Kurven haben wir noch ein Riesenproblem. Da, wo es geradeaus geht, größtenteils, da sind wir ultra schnell. Aber in Kurven, das kann auch an meinem Fahrstil liegen, haben wir ein Riesenproblem. Und noch eine schnellste Runde. 10 Sekunden Vorsprung. Ja, das war's. Das Rennen ist durch. Wir fahren ganz ungefährdet unserem Sieg entgegen, der natürlich nach dem Start gar nicht mal so ausgesehen hat. Und vor allem, als ich dann in den ersten Runden nicht näher an die Mercedes rangekommen bin, dachte ich, upsala. Aber dann kam unsere gute Strategie zu greifen und ja. Jetzt fahren wir hier ganz getrost unserem Sieg entgegen. Hier können wir nochmal voll auf dem Pin drauf bleiben, weil wir die Kurve perfekt gekriegt haben. Können wir auch sehr, sehr früh wieder drauf gehen. Meine große Hasskurve. Wollen wir jetzt den auch perfekt kriegen? Nein! Unsere Reifen sind getoastet. Nein, nicht gut. Nein. Boah, alles weg. Jetzt wird's nochmal hart. Jetzt wird's nochmal spannend. Nein, wir treffen den Curb. Warum Curb? Warum? Ah, ich wollte die Kurve doch perfekt nehmen. Fuck. Problem ist, ich glaube jetzt auf der Aufnutzung her, sind die Medis jetzt besser als wir. Das heißt, wir werden jetzt heiden Zeit verlieren. Sind natürlich jetzt auch ein bisschen arg übervorsichtig. Verlieren das Auto fast ein zweites Mal. Ich wollte es nicht, ich wollte es wirklich nicht so spannend machen. Ich meine, es sind immer noch 2,5 Sekunden. Aber diese 2,5 Sekunden sind halt schnell weg, als man gucken kann. Das hat gerade fast 8 Sekunden gekostet. Unsere Teile sind wieder weg. Gut. Warum hat man den Curb so glitschig gemacht? Weg von dem Curb bleiben. Das meine ich nochmal. Fast noch Drama in der letzten Runde, aber das hat sich erledigt! Ja! Heilige Maria, Mutter Gottes, Alter! Der hat unser Körper doch mal einen Herzinfarkt gegeben.
Oh. Ja, es stottert, warum auch immer in den Filmsequenzen. Hier wiederum läuft sie ja super. Boah. First of all, Dominanz nach dem Boxenstopp. Definitiv. Schwierigkeitsgradstufe vielleicht zu hoch. Definitiv, zu niedrig. Definitiv. Ich werde nochmal 5 Punkte oben drauf tun. Aber ganz ehrlich. Schießen Sie mein Team ein Rennen ab, indem Sie ja den Teamkollegen dominieren. Rang 7. Schnellste Rennrunde, 26 Points um drauf. Lewis Hamilton. Hamilton hat Bottas noch geschnappt am Ende, okay. Perfekt executed. Rennleitung. Jack Aiken hat eine Verwarnung bekommen, aber. Sergio Perez, 13. Hat halt nicht, wo ich mir dann denke, so, okay, wo ist unser Teamkamerad? Der ist. Hey, 20. siehst du, Haas, lässt einen Haas und einen Aston Martin. Gut, Lance Stroll war draußen, aber lässt Nikita Mazepin hinter sich. Mick Schumacher, Viertletzter. Nicht schlecht. Ich wollte gar nicht hin. Genau, ich wollte hier hin. Wie schnell war ein Schumi? Ich habe gerade eben einfach mal auf die Zeit von Let's Roll von Mick Schumacher geguckt und dachte mir nur so, hä? Aber nein, wir müssen natürlich die Endzeiten sehen. Nikita Mazepin ist ja knappe 10 Sekunden langsamer gewesen als Mick. Aber auch Jack Aiken war über 1 Minute langsamer als wir. Hätten wir also fast noch überrundet, beiden. 1,20, 1,10 und 1,32. Also war schon gut dran. Wiederholung des Rennens speichern wir natürlich. Aber. Junge, da schmeißen wir das in der vorletzten Runde fast noch komplett weg. Ich glaube nicht. Und danach waren die Tires einfach erstmal komplett gebraten. Hey, ein denkwürdiges Wochenende. Sie konnten die Spitzenposition. Gut, da war es ein einfacher Sieg. Ja, aber ohne mein Team hätte ich definitiv nicht holen können. Ich schien das Auto wirklich unter Kontrolle zu haben. Ja. Sagen wir es mal so. Bis in die vorletzte Runde hatte ich das Auto tatsächlich unter Kontrolle und dann treffen wir einfach den Curb. Und ich wusste einfach, als ich da rechts geguckt habe und ich sehe, der Curb, ich treffe den Curb. Nein. Aber ganz ehrlich, Codemasters, den Curb, den kann man doch ein bisschen verändern, oder? Wir gehen erstmal ab, Stufe 5. Ob. Abzüge, hey, wo habe ich den Schaden denn gehabt? Klar, Tirrenik 1. Wo ich dann in Hamilton hinten drauf gefahren bin. Weil ich dachte, er bremst ein bisschen später. Klar. Aber ansonsten war es ein richtig geiles Rennen. Gut, es hätte ein bisschen besser sein können. Bisschen spannender, wenn ich eine höhere Schwierigkeitsstufe mir zugetraut hätte. Definitiv, aber erstmal mal eine Personalabteilung. Aitken war in letzter Zeit besonders gut im Simulator. Worauf sollten wir uns bei der Fahrerausbildung? Ja, definitiv auf Sampo. Auch wenn er vielleicht, auch wenn er es gar braucht, weil
Naja, letztes Rennen hat uns ja gezeigt. Aktivitäten können wir erstmal. Simulationstraining. Ja, Chassis. Ich glaube, wir können sogar alles nehmen. Können wir nicht? Nein, da fehlt ihm genau ein Tag. Können wir den noch irgendwo rein? Nein. Egal. 429 FE-Punkte. Da brauchen wir erstmal gar nichts weiter zu machen. Aber wir können uns einen Sponsor holen. Schließt dann am Rennwochenende alle Trainingsprogramme? Ne. Die neuen Konstruktions. Ja, ich glaube, den nehmen wir. 165k. Ziel 170k kriegen wir um drauf. Wir sollen einfach nur einen Rivalen besiegen. Wir haben aktuell aber nur einen Rivalen. Beziehungsweise will Gott noch keinen Rivalen wählen. Wir könnten F&E technisch noch irgendwo was hinzufügen. Aber das lassen wir erstmal. Wir gehen erstmal jetzt weiter. Und da kommt dann auch schon unsere Zündkerzen jetzt rein. Was natürlich gut ist. Wir haben 840 Punkte. Können wir F&E technisch noch was machen? Sicherlich chassis-technisch. Haben wir eins jetzt abgeschlossen. Normalerweise können wir eventuell weiter im zentralen Unterboden oder bei einem Energiespeicher. Bist nicht vom nächsten Grand Prix fertig und du auch nicht. Auch eine relativ hohe Fehlerrate. Wir hauen den zentralen Unterboden rein. Ist halt so. Und gehen jetzt erstmal in die Saisonpause. So, und nach der Saisonpause ist natürlich vor der Saisonpause. Hab mich verdrückt. Ich wollte auf Aktivitäten. Aktivitäten, da können wir natürlich nochmal Sponsorenwertung machen. Und dann haben wir verdammt lange nichts zu tun bis zum nächsten Grand Prix-Wochenende. Gut. Heckflügel kriegen wir. Kriegen die MGUH durch. Strapazierfähigkeitsabteilung. Ja, Strapazierfähigkeit. Ja. Da brauchen wir nicht weitere Nachreden. Mal her, das Ding. So, wir können nichts weitermachen. Chassis kommt noch. Antrieb werden wir auch ein paar freigeschaltet haben. Ja, kostet aber zu viel. Kostet auch noch zu viel. Kostet auch noch zu viel. Chassis-technisch kostet auch noch zu viel. Aerodynamisch. Auch noch zu teuer. Spezifischkeit. Können wir auch aktuell vergessen. Haben nicht genügend Punkte. Aber 3,81 Mille, was wir eigentlich mal in Marketing reinwerfen könnten. Verstärkt die positive Auswirkung von Teamaktivitäten. Ah, ne, warten wir noch ein bisschen, weil da möchte ich dann doch ein bisschen was noch in die Bauzeit rein. Und 20%. Nach Verbesserung können F&E maximal 2. Ja, dann gib mir das. Das will ich haben. Das will ich haben. Und Kanada ruft. Aber ich würde sagen, Kanada machen wir in der nächsten Folge. Wir haben jetzt übrigens noch ein paar Punkte wieder dazu bekommen. Das heißt, wir können vielleicht noch in Richtung Chassis noch. Ah, das Update kommt ja eh noch. Das könnten wir doch einwerfen. Das wäre vor. Ah, die Abteilung ist ausgelastet. Stimmt ja, wir haben ja nur auf Aero genommen. Ah, fuck. Was ist das Heckflügel?
Wäre vor Österreich fertig. Würde uns näher an Aston Martin ranwerfen. Zumal wir Aston Martin mal einfach dominiert haben, aber gut. Fällt auf. Machen auf jeden Fall Riesenschritte nach oben. Was auch gar nicht mal so schlecht ist. Aber ich würde dann sagen, erstmal gehen wir in die Einstellung. In die Simulation. Einstellung und werden da dann das nächste Rennen auf 60 fahren. Also auf KI-Schwierigkeit schwer. Mal gucken, wie das funktioniert. Habe ich übrigens, habe ich auf Standard, okay. Autoschaden. Habe ich doch gerade nachgeguckt. Habe ich auf Standard. Sehr gut. Ich würde dann sagen, bis zur nächsten Folge und ciao.